Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in eurem Wochenende. Ich habe sehr, sehr tief in der Blog-Trickkiste gewühlt, um für euch drei tolle Blogs wieder zu finden. Das hat wunderbar funktioniert und ich zeige euch gleich wunderschöne Blogs. Unbedingt dranbleiben und bis gleich. Mit dem ersten Blog. Ich bin so froh, dass ich den gefunden habe. Bei Instagram bin ich über ihn gestolpert. Da finde ich ja öfter ganz tolle Blogs. Und Have a Try ist der Blog von Franziska und er ist wirklich super toll. Franziska ernährt sich seit 2013 vegan rohköstlich, was ich super interessant finde. Ich finde, Rohkost ist ja ein Riesenthema und ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit Rohkost und ich finde es wirklich mega spannend. Und wer jetzt denkt, oh mein Gott, rohköstlich vegan, was bleibt denn da jetzt noch übrig? Ja, der wird eines Besseren belehrt auf Franziskas Blog, weil so tolle Rezepte, super schön fotografiert. Das macht richtig Lust, einfach mal andere Dinge auszuprobieren. Ich kenne zum Beispiel sehr, sehr viele Leute, die sich rohköstlich ernähren. Und man denkt immer so wirklich, hat Vorbehalte und denkt, oh mein Gott, es gibt den ganzen Tag nur Salat und Gurke und Paprika. Aber weit gefehlt. Rohköstler sind wirklich sehr, sehr pfiffig und sehr, sehr kreativ, was die Zusammenstellung des Essens und was die Küche angeht. Ich bin mega überrascht, wenn ich bei Rohköstlern eingeladen werde und ich denke, okay, ich bin gespannt, was es zum Essen gibt und es ist jedes Mal mega klasse. Und Franziska, du musst mich unbedingt mal zum Essen einladen, weil wenn ich deine Blogposts sehe, dann bekomme ich so einen riesen Appetit und der Granatapfelsmoothie ist der Hammer, Mangoldpenne, alles total mein Ding. Und ja, ich rede gar nicht viel weiter, weil ich bekomme jetzt wirklich Hunger. Das ist der Nachteil an Foodblogs, man ist immer total gut angefixt. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich durch Franziskas Blog zu klicken, denn hier und da wird man schon sagen bei dem einen oder anderen Rezept, wow, hätte ich ja nie so gemacht, hätte ich ja nie so gedacht und ja, vielen Dank Franziska für die tollen Anregungen. Ich bin ein riesen Fan deines Blogs geworden und ja, ein wirklich ganz, ganz heißer Tipp diese Woche im Bereich Food. Have a try! Seitdem ich PGLD mache, habe ich mich ja durch sagenhaft viele Blogs gelesen und geklickt. Der nächste Blog ist herzerfrischend anders und lässt mein Herz wirklich sehr höher schlagen. Das ist der Blog Lucia Pimpinella und ja, ein fantastischer Blog. Es geht um Fotografie, es geht um Reise, es geht um Do-It-Yourself, es geht um Stickdateien, Leute. Stickdateien und Webbänder. Und es geht hier um so viele kreative Dinge, dass einfach das Herz stehen bleibt. Also wahnsinnig schön. Gerade die Reiseposts haben es mir wirklich sehr, sehr angetan. Man kann in ferne Länder schwelgen, von der Couch aus. Und ja, es wird jetzt ja auch nicht nur bei uns ein bisschen wärmer, sondern andere Länder haben auch einfach schöne Dinge zu bieten. Und das zeigt sie uns wirklich fantastisch. Aber auf diesem Blog gibt es auch Food zu finden, Lieblingsbücher und alles, was das Leben einfach lebenswert und schöner macht. Ich bin so froh, dass ich diesen vielseitigen Blog gefunden habe, weil ich liebe einfach Blogs, die etwas anders sind und die sehr, sehr viel zu bieten haben. Ja, und hier geht's quer durchs Thema Lifestyle und das ist total mein Ding. Und jetzt habe ich noch etwas Mode für euch. Mary ist der Blog von Sambrini und es gibt super tolle Street-Style-Ideen. Super coole, tolle, tragbare Outfits. Ja, die uns direkt jetzt in den Frühling begleiten. Und meine Garderobe ist auch schon etwas luftiger geworden. Und sobald es wirklich über 10 Grad ist, habe ich jetzt schon meine Bikerjacke oder auch mal einen Blazer an. Sambrini hat einen wirklich toll, sehr natürlichen Look und das mag ich super gerne. Und hier gibt es wirklich jede Menge zu lesen. Und Sambrini hat auch einen YouTube-Kanal. Klickt euch einfach rein, wenn ihr mögt. Der Link dazu ist in der Infobox. Und es wird wirklich Zeit, dass ich jetzt meine Winterjacke einmotte. Ich weiß, ist mutig, aber vielleicht kommt da dann der Frühling. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Und Modeblogs so wie Mary, die versüßen uns doch den Sonntag. Und ja, toller Blog. Klickt euch rauf. Was wäre die Welt ohne so viele fantastische, tolle Blogger, die uns absolut inspirieren und uns tolle Artikel zum Lesen geben? Und ich finde es wirklich toll. Vielen Dank da draußen, dass es euch gibt, dass ihr regelmäßig bloggt und dass wir so viel Freude an euch haben dürfen. Nächsten Sonntag gibt es die nächste Folge von PGLD. Jetzt aber erstmal ab ins Wochenende. Genießt euren Sonntag und wir sehen uns hier am Dienstag wieder. Ich freue mich auf euch. Bis Dienstag. Tschüss.